Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das nächste Unboxing steht an. Ich hatte letzte Woche bzw. diese Woche am Mittwoch die Glossy Box angeboxt und auch die nächste Box ist da. Und zwar die, ihr seht es nicht, die Look Fantastic Box. Ja, ich kann die euch oben nicht zeigen, weil da meine Adresse draufsteht, ist ja klar. Und ich weiß schon, was es für eine Edition ist. Das haben sie schon geschrieben auf Look Fantastic. Und zwar ist es eine Naturprodukt Edition, also eine vegane Edition oder vegetarische Edition, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ohne tierische Produkte. Ja, und da bin ich auf jeden Fall mega gespannt drauf, weil Naturprodukte habe ich so noch nicht viele, weil die mich meistens vom Packaging leider nicht ansprechen. Ja, ich bin halt ein Verpackungsopfer. Aber an sich bin ich mal froh, wenn ich ein paar mehr ausprobieren kann. Wichtig, es läuft auf jeden Fall schon mindestens ein, vielleicht auch zwei Gewinnspiele. Ich verlinke es euch auf jeden Fall oben in der Infobox und unten in der Beschreibung. Da auf jeden Fall mitmachen, da verlose ich natürlich meine Box. So wie ich es die letzten zwei Monate mache, mache ich natürlich diesen Monat auch weiter. Ich suche aus jeder Box ein Produkt raus, das ich dann für euch in eine Box reinpacken werde. Und am Ende der Unboxings verlose ich diese Box dann an euch. Genau, die Glossy Box, da habe ich schon ein Produkt rausgesucht. Wenn ihr wissen wollt, welches, dann einfach unten in der Beschreibung auf das Glossy Box Unboxing tippen. Dann könnt ihr sehen, welches Produkt ich in die Box reingepackt habe. Und jetzt kommt das nächste Produkt in die Box und zwar aus der Look Fantastic Box. Wichtig ist auch, dass ihr nächste Woche einschaltet, denn da startet ein kleiner Gewinnmarathon über die Osterferien und ich habe auch einige Osterboxen gekauft, deswegen auf jeden Fall einschalten, wird auf jeden Fall interessant. Fangen wir gleich an, dass das Video nicht so lang wird. So, die Look Fantastic Box sieht jetzt von innen aus genauso wie die Schachtel. Ist halt Natur Edition, ist denke ich mal so also recyceltes Papier, würde auf jeden Fall Sinn machen und ich finde die aber auch schön, also die gefällt mir auch, diesmal mit so einem Silberrand und Silberschrift. Gefällt mir sehr, sehr gut. Haben sie schön gestaltet. Die werde ich mir wahrscheinlich aufheben. Und die öffnen wir jetzt. Sie ist wieder sehr schwer, liegt aber wahrscheinlich wieder an der Zeitschrift. So, hier haben wir schon mal das Heftchen. Das lege ich auf jeden Fall auf die Seite. Und dann haben wir gleich schon das Heftchen. Und ja, es ist wieder total dick. Obwohl, es geht eigentlich. Einmal dieses Heftchen, die L wieder, die ich schon seit langem lesen will, aber einfach nicht dazu komme. Ja, mal gucken. Ich finde es cool, dass die jeden Monat ein Heft rausbringen. Muss man sich mal überlegen, was das für eine Arbeit ist. Also zum Beispiel die Glamour und die Jolie, die habe ich auch abonniert. Die kommen alle drei Monate raus. Was das für eine Arbeit ist, jeden Monat eine neue Zeitschrift rauszubringen, ist schon, ja, Wahnsinn. So sieht dann die Box von innen aus. Sie ist gelb oder blau, aber gelb würde Sinn machen, weil hier auf dem Heft ist es auch gelb. Ja, und die öffnen wir jetzt. Sie fühlt sich aber so auch noch ein bisschen schwer an. Mal gucken. Das erste Produkt fühlt sich an wie ein Badesalz. Ist ein großes, schweres Produkt. Und zwar von Ahava Dead Sea Salt Natural Dead Sea Bath Salt. Also ein Badesalz von Toten Meer. Sieht interessant aus. Kenne ich noch nicht. Gucken wir mal, ob das einen besonderen Effekt hat. Mit 21 hautfreundlichen Mineralien soll eben die Muskeln entspannen und Muskelentzündungen sozusagen verbessern und auch die Haut weich machen und hydratisieren. Kann man das so sagen? Also auf jeden Fall befeuchten. Ja, hört sich interessant an. Ich bin ja kein Bademensch, das wisst ihr ja, aber vielleicht werde ich das mal ausprobieren, ist auf jeden Fall genug drin. Oder steht es sogar auf Deutsch? Ein Bad mit dem Badekristalle vom Toten Meer schenkt ihrem Körper neue Energie. Reich an wertvollen Mineralien wie Magnesium, Calcium, Kalium und Natrium lindert Muskelverspannungen und macht die Haut samt weich. Anwendung: lösen Sie 1 bis 2 Päckchen unter fließendem Wasser auf. Empfohlene Badezeit 15 bis 20 Minuten. Bei Bluthochdruck bitte vorher Ihren Arzt fragen. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Nicht für beschädigte Hautflächen. Okay, dann muss ich gucken. Dann wird es wahrscheinlich nichts für meinen Mann sein, wenn es für Bluthochdruck nicht ist. Gucken wir mal. Aber an sich finde ich das eine coole Sache. Dann werde ich es wahrscheinlich verwenden müssen. So, dann haben wir als nächstes eine Tube. Und zwar Balance Me Vitamin C Repair Serum mit Hyaluronic Acid. Also mit Hyaluron. Säure. Was macht dieses Produkt? Gucken wir mal. Mit Vitamin C, ein reparierendes Serum, ja, das war mir klar. Soll Pigmente sozusagen auf der Haut, so Sonnenpigmente und so weiter, soll es eben wegmachen oder verringern und entzündete Haut eben runterbringen. Also gereizte Haut sozusagen entreizen. Weiß nicht, wie man das sagen kann. Auf jeden Fall nicht mehr so stark gereizt drauf wirken. Und das war es eigentlich. 98% natural. Hört sich interessant an. Ich meine, ich habe viele so Pickelmale, ist einfach so. Vor allem, weil ich das Problem habe, wenn ich
irgendwas habe, was absteht, ich muss es immer aufreißen. Das ist leider so ein kleiner Tick von mir und das habe ich von meiner Mama, die macht das genauso. Und deswegen habe ich einige Pickelmale, obwohl ich eigentlich fast nicht Pickel habe. Und werde ich auf jeden Fall gerne verwenden. Dann haben wir als nächstes noch eine Tube. Und zwar von Emma Hardy Midas Touch Revitalizing Cream. Deeply hydrates and moisturizes, lifts and smooths, improves firmness and elasticity. Also ich denke mal, das soll so eine Alterscreme sein. Alterscreme, hört sich doof an. So eine Anti-Faltencreme soll das sein. Also es soll auf jeden Fall Feuchtigkeit verleihen, soll auf jeden Fall liften sozusagen und weicher machen und das, die Gesichtszüge einfach weicher machen. Elastizität verleihen, da bin ich gespannt. Bräuchte ich aber eigentlich nicht. Also für meine Haut, ich habe auch keine Falten, deswegen bin ich auch froh darum. So, dann haben wir ein Fläschchen. Ist das ein Fläschchen? Ich denke schon, ja, ein Plastikfläschchen. Von Grow Gorgeous Back into the Roots 10 Minute Stimulating Scalp Mask. Und für was ist die? Muss ich auch im Heftchen gucken. Also es sieht auf jeden Fall für etwas für die Haare aus. Es ist, achso, muss man das oben öffnen. Ups, jetzt macht man hier oben auf. Jetzt ist es offen und jetzt drehe ich es wieder zu. Okay, gucken wir mal. Und zwar ist das eine 10 Minuten Maske. Muss ich eben auf die Kopfhaut aufbringen und soll dann die Haare eben so bouncy und voluminös wirken lassen. Also sozusagen aufbringen, muss man das dann rauswaschen. 10 Minuten drin lassen und dann eben rauslassen. Interessant. Soll dann bouncy Locks machen. Also sprunghafte Locken. Und das war's eigentlich. Man tut sich die Haare und dann soll man voluminöse Haare haben. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Ich meine, an sich brauche ich es nicht. Ich habe voluminöse Haare nur am Ansatz. Dadurch, dass meine Haare so schwer sind, ist mein Ansatz natürlich etwas platt gedrückt. Da könnte ich das rein theoretisch mal probieren, ob das funktioniert. Ja, hört sich interessant an. Dann haben wir noch eine Tube, ganz viele Tuben dieses Mal. Und zwar von Noah Bay Natural and Organic Origin Recovery Mask. Steht es da auf Deutsch? Nö. Gucken wir gleich wieder rein. Das ist dieses Produkt hier, dass ihr es auch mal seht. Genau. Und zwar ist das. Da ist auf jeden Fall Orange drin und Blumenduft mit Vitamin E. Soll eben Feuchtigkeit verleihen. Da ist sogar Tigernuss drin. Was auch immer eine Tigernuss ist. Tigernussöl. Okay, kenne ich nicht. Soll eben auch wieder gereizte Haut beruhigen. Hat auch Zinkoxid drin, also gegen Entzündungen hilft es. Und soll eben Rötung vermindern. Also wenn man Rötungen hat, soll das vermindern. Hört sich interessant an, ja. Kenne ich auch so noch nicht. Das riecht auf jeden Fall schon ein bisschen, aber sehr interessant, ja. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Produkte, dürfte noch eins drin sein. Ein Lippenstift, da freue ich mich. Und zwar haben wir einmal von Bella Pierre einen Lippenstift in der Farbe Envy. Die Farbe Envy ist das. Oh, das ist eine schöne Farbe. Das ist so ein bisschen dunkleres Pink, fast schon ins Braun gehende. So ein Rosa ins Braun gehende, aber nicht so wirklich Rosenholz, sondern satter. Weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ist auf jeden Fall eine schöne Farbe, eine sehr schöne Farbe. Ich habe euch auf jeden Fall einen Swatch eingeblendet, gefällt mir sehr, sehr gut. Werde ich sehr, sehr gerne verwenden. Ja. Ist eine gute Box, finde ich jetzt in Ordnung. Hören sich interessant an, die Produkte, aber jetzt muss ich auf jeden Fall noch was raussuchen, was ich an euch verlose. Also behalten werde ich auf jeden Fall den Bella Pierre Lippenstift. Ich liebe Bella Pierre, da habe ich ja mein Banana Powder her, das ich über alles liebe. Und da bin ich gespannt, wie der Lippenstift so ist. Also, der gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Was mir auch auf jeden Fall sehr gut gefällt, ist diese Haarmaske. Werde ich sehr gerne probieren, die eben die Haare bouncy machen soll. Gefällt mir sehr gut. Dann, was mir auch sehr gut gefällt, ist eben dieses Vitamin C Repair Serum, weil ich einfach viele Pickelmale habe, dass das besser wird. Genauso wie das Noah Bay Origin Recovery Mask. Ist auch wieder das gleiche mit Rötungen. Die sind dann weg. Sollen dann weg sein. Und was ich auch cool finde, das einzige große Produkt, Meersalz. Und dann wisst ihr schon, was ich an euch verlosen werde. Ich werde euch reinpacken von Emma Hardy. Und es tut mir echt weh, weil das eine teure Marke ist. Aber wenn ich es nicht hernehme, wieso soll ich es mir behalten? Eben diese Anti-Age-Creme, die ihm Feuchtigkeit verleihen soll, die Haut liften soll und weich machen soll und Elastizität verleihen soll. Die geht auf jeden Fall an euch. Ich hoffe, das gefällt euch. Sagt mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Ja, das war's dann wieder mit dem Unboxing. Wie gesagt, bei den Gewinnspielen mitmachen, oben verlinkt oder unten verlinkt. Einfach mitmachen, es schadet nicht. Und wenn ihr wissen wollt, was ich aus der Glossybox reingepackt habe, müsst ihr einfach bloß das Unboxing der Glossybox angucken. Da seht ihr dann, was ich euch mit in die Box gepackt habe. Und ich kann euch sagen, es ist auf jeden Fall kein billiges Produkt, das ich da reingepackt habe. Und auf jeden Fall nächste Woche einschalten, denn dann haben wir auch ein paar Gewinnspiele. Also zurzeit habe ich sehr viele Gewinnspiele.
viele. Aber immer wenn ich mir was kaufe, denke ich mir, ja, könnte ich für euch auch was dazu kaufen? Ja. Ich hoffe, euch gefällt's. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, sehr gerne einen Kommentar da lassen, was euch an der Box jetzt am besten gefallen hat oder ob euch allgemein die Box gefällt. Und dann hoffe ich einfach, wir sehen uns beim nächsten Mal. Natürlich abonnieren nicht vergessen. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!